Wow, was für ein delikates Thema heute. Sollen die Hüften im Abschwung feuern? Bitte bleibt dran, wir starten jetzt. Um die Sache besser zu verstehen, würde ich vorschlagen, dass wir das Pferd von hinten aufsäumen und uns ganz kurz mal ansehen, was die Top-Professionals bei einem klassischen Tourschwung im Treffmoment machen. Um das besser zu verstehen, habe ich jetzt hier zwei Alignment-Sticks durchgefiddelt. Einen hier bei meinem Oberkörper und einen hier bei meinem Becken, damit du eben sehen kannst, wie viel ich circa gedreht bin. Also, ich gehe jetzt mal ganz kurz in die Treffmomentposition eines Tourspielers und da kannst du sehen, dass der Unterkörper circa 45 Grad in die Richtung zeigt und mein Oberkörper hier zeigt auch bereits circa 30 Grad nach links im Treffmoment. Das ist sehr, sehr typisch für einen Tourspieler. Im Aufschwung hast du schon sicher schon gehört, dass das Becken ca. 45 Grad dreht und der Oberkörper ca. ja, 90, nicht ganz 90 vielleicht. Aber das heißt, wenn der Ende Aufschwung ist und ist mit dem Oberkörper 90 Grad gedreht, dann muss er, um 30 Grad offen zu sein im Drehmoment, den Oberkörper ca. 120 Grad drehen, um dorthin zu kommen. Das Becken jedoch ist ja im Aufschwung 45 Grad gedreht und im Treffmoment auch 45, ergibt 90 Grad. Das heißt, der Oberkörper muss ja eigentlich 30 Grad mehr Drehung absolvieren als der Unterkörper. Halten wir das mal fest. So, und jetzt gibt es noch was. Jetzt wissen wir, wenn die Besten der Welt aufschwingen, werden sie bereits, bevor der Schläger überhaupt oben angekommen ist, bereits links nach links gehen und mit dem Becken starten, die Bewegung starten. Und dann folgt der Oberkörper und dann die Arme. Das Interessante dabei aber ist, dass dieser Abstand zwischen dem Starten des Unterkörpers und des Oberkörpers normalerweise nicht mehr ist wie 5 bis 6, 7 Hundertstel. Das heißt, es ist fast gleichzeitig. Man kann, glaube ich, von einem gleichzeitigen Start des Abschwungs sprechen. Also höchst fein koordinativ, schwierig das anzusteuern natürlich und natürlich auch sehr, sehr schwer das Ganze zu messen. Aber wie gesagt, es ist fast gleichzeitig. So, und wenn jetzt das Becken eh schon an erster Stelle ist, also bereits beginnt und nur 90 Grad drehen muss und der Oberkörper würde warten, dann würden wir das bekommen, was viele, viele Hobbyspieler im Treffmoment haben, und zwar ein Becken, das vielleicht, ja, vielleicht 20, 30 Grad geöffnet ist nach links, aber der Oberkörper noch in diese Richtung zeigt, also rechts zum Ziel oder maximal vielleicht Richtung Ball. Und man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass diese Separation Unterkörper und Oberkörper, die oft mehr wie, ja, wahrscheinlich oft mehr wie 30 Grad ist, nicht wirklich hilft, einen Ball ordentlich zu treffen. Ich habe ja mit meiner 3D-Weste, mit der ich ja die letzten 7, 8 Jahre gemessen habe, ja unzählige Amateurschwünge gemessen und immer wieder dasselbe Bild gesehen. Amateure bringen zwar ihr Becken etwas auf, aber den Oberkörper bei weitem nicht. Das heißt, wenn Amateurgolfer denken würden, dass wenn ihr Becken jetzt aggressiv feuert, dann wird es wahrscheinlich passieren, dass der Oberkörper zu kurz kommt und nicht rechtzeitig nachfeuert oder nachkommt. Das heißt, man bekommt dann diesen sehr ungünstigen Impact-Look, der dann wiederum, wie wir vielleicht wissen, zu den ganzen Chicken Wings führt und getoppten Bällen, fetten Bällen und alles Mögliche. Was will ich damit sagen? Ich finde, dass es nicht gut ist, den Unterkörper aktiv zu feuern. Wenn man das macht und man versucht, den Unterkörper aktiv zu feuern, bleibt meistens der Oberkörper hinterher und man bekommt eine nicht optimale Impact-Position bzw. man bekommt Probleme in der Koordination im Abschwung. Viel besser ist es wohl für viele
Hobbygolfer oder überhaupt Golfer zu denken, dass wenn sie hier im Übergang sind, dass sie versuchen, sehr schnell den Oberkörper wieder zu öffnen, weil sie sonst viel zu spät sind. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest. Und vielleicht gefallen dir auch diese zwei Videos hier unten auch noch. Und da drüben kannst du noch meinen Kanal gratis abonnieren, damit wir uns in Zukunft nicht versäumen. Also, bis bald!